Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge. Wir hatten bis wir Gold bekommen. Die Prisma 2, 75 Kisten haben wir gebraucht und haben wir unser Ziel erreicht. Was ist mit der Prisma 1? Das ist eine gute Frage, Billy. Und die werde ich dir beantworten. Ich habe gar keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es 1000 Kisten dauern, aber vielleicht dauert es auch nur 25, denn wir haben 25 an der Zahl. Und vielleicht innerhalb dieser 25 kriegen wir es nein. Vielleicht schon bei der ersten, wer weiß. Ansonsten Stat FN für 400. Nehmen wir mit. Der Rest ist ziemlicher Bullshit. Kann man nur so sagen. StatTrak FN geht's noch für den Blue Skin auf jeden Fall. Stat FN für den Purple Skin ist noch okay. Ansonsten ist das alles nicht gut. Ja. Aber wir wollen ja eh nur das Knife haben. Das ist unser Ziel. Wir starten mit Purple. Why not? Why not? Ja, wie gesagt, 25 Stück an der Zahl der Prisma. Danach kommt die. Nee, danach kommt die Horizon Case. Und das könnte dann auch recht spannend werden. Oh, Stellafan, maybe? Ah, es ist leider field-tested. Würde mich trotzdem interessieren, wie teuer die ist. Schauen wir mal. Ja, die kostet 3 Euro. Es ist nicht schlecht für einen field-tested Skin auf jeden Fall. Also Purple field-tested, ne? Aber ich glaube, in FN könnt ihr. Ah, 7, 8 Euro könnte sie bestimmt wert sein. Ja, so, natürlich, selbstverständlich. Kommentar. Ja, und ich möchte es sehen. Wie viele Kisten brauche ich, bis wir aus der Prisma oder auch Plasma, wie man sagt, die Prisma Case ein Knife bekommen? Wie? Bruder. Wie viele Kisten brauchen wir? Beim letzten Mal war der, der am nächsten dran war, bei 73 Kisten, glaube ich, war sein Call. Aber es war schon ziemlich, ziemlich sick close. Ja, muss man so sagen, muss man so sagen. Deswegen gucken wir mal, was hier so geht. Revolver. Ich glaube, wir kriegen. Ah, kriegen wir schneller als bei der Prisma 2? Könnte gut sein. Könnte gut sein. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ja? Was soll schon Odds sein? Was ist Mathematik? Ja, ganz ehrlich. Ja. Aber schlechte Condition. Yep, auch field-tested. Nur im Vergleich, wie teuer die ist zu der Deagle, die Purple ist. Die AK kostet ebenfalls 2 Euro, beziehungsweise 2,20 Euro circa. Und das für ein Blue Skin. Ne? Okay, immerhin kriegen wir relativ häufig die AK, wenn es schon blau ist. Blau, 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 blüht der Ente. Wir haben aus der Prisma 2 tatsächlich ein Red Skin gezogen, also den besseren von beiden, und ein Knife innerhalb von 75 Kisten. Bei der ersten Aufnahme war es ein Red Skin, glaube ich, ne? Das heißt, Prisma 1, du kannst das besser. Besser wäre es nur mit Red und StatTrak. Die M4 oder halt das goldene Symbol. Okay. Falls du nicht abonniert haben solltest, würde ich mich freuen, falls du es dir überlegen solltest. War das ein guter Satz? I don't know. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir sind auf einem weniger absteigenden Ast. Ja, also von vor 3 Wochen oder 4 Wochen. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Waren es minus 400, 450 Subs. Scheiß Condition. Innerhalb der letzten 30 Tage, von dem Zeitpunkt aus und vom jetzigen Zeitpunkt aus, der letzten 30 Tage, ist es nur noch minus 120. Das ist super sick. Im Vergleich, ne? Deswegen, danke. Come on! Prisma 1! Bis dato? Absolut Banane, tote Hose. Ja. Ich war guter Dinge, dass wir hier was reißen werden. Also, enttäusch mich nicht. Gib mir jedenfalls ein bisschen was Farbenfrohes. Naja. Es ist immer ein Minimal Wear. Also auch gar nicht mal so übel. Es sind, what? 12,50 Euro. Wie viel kosten die in FN, Alter?
Not bad. Ein 20 haben wir schon draus, du. Ein 20 haben wir schon. Leider haben wir deutlich mehr bezahlt. Aber mit einem Knife hätten wir es regeln können. Es gibt, glaube ich, kein Knife, was unter 30 Euro, unter 50 Euro kostet hier in der Box. Deswegen, egal was für ein Knife bekommen, wenn wir es in der ersten Runde bekommen, dann ist alles gut. Wir haben bezahlt, glaube ich, 52,50, glaube ich, insgesamt für 25 Kisten. Irgendwie so. Hm. Wieder viel getestet. Aber wir, also ich muss gestehen, es ist von dem Puls her gar nicht so übel. Wir kriegen halt eine Menge AKs, was der beste Skin der Blue ist. Wir kriegen eine Menge AWPs und Deagles, was die zwei besten Skins der Purple sind. Und davon sogar noch welche Stat-Track. Also, na immerhin, wa? Huch. Let's go! Positive Energie für ein positives Resultat. Okay, das war kein echtes Lächeln. Oder Lachen. Das sah eher so aus wie so ein Joker-Ding. So, bitteschön. Na gut. Letzter Key, letzte Kiste. Kann ja nicht immer krass laufen, ne? Aber noch sind wir nicht am Ende. Deswegen, das Beste kommt zum Schluss. Aber nicht heute. Weil, also, jetzt noch kein Schluss, denn wir haben keinen Knife gezogen. Prisma 1 war sehr schlecht. Ich glaube, wir haben ungefähr 20 Euro wiedergekriegt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so übel, wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, ne? Aber es ist halt kein Vergleich zu einem gezogenen Knife oder einem Redskin M4 oder so, den ich schon wieder verkauft habe. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und schaut auf Twitch vorbei, ja? twitch.tv/datoshyt. Dankeschön. Haut rein, macht's gut. Tschüss.